Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Enshrouded. Wir haben das letzte Mal aufgehört, hier oben, genau, da wollen wir jetzt auch wieder hin. Und zwar bei diesem Jägerinnenlager. Und da wollte ich jetzt halt eben diesen Schrein mit euch abbauen, dass wir den wieder mitnehmen. So, Altar deaktivieren. Und dann eben mal gucken, dass wir weiterkommen. Und zwar möchte ich mit euch, genau, hier, Distelsam. Da haben wir den Wegpunkt hingemacht. Und da würde ich gerne mit euch hingehen. 577 Meter, schauen wir mal. So, ich würde es jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit mit Wölfen kämpfen. Muss nicht sein. Irgendwann hat man genug, ne? Oh, warte mal, du kannst den Stein gleich sammeln. 6 Stück, jawohl, passt. So, wir müssen allerdings hier entlang. Was haben wir denn da? War ich da schon? Ach ja, okay. Das ist der Turm. Nein, schade. Ich habe jetzt gehofft, dass ich da oben drauf komme. Aber ist egal, wir müssen eh da dran vorbeilaufen. Ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwas Spezielles noch finden können. So, 412 Meter. Jetzt ist die Frage, hier geht's nach unten, ob ich dann da auch wieder hochkomme. Gute Frage. Da vorne ist irgendwas. Schauen wir uns halt mal um, ne? Ein Gebäude. Anscheinend ist hier wirklich alles nur Ruine, ne? Das ist irgendwie schade. Es wäre doch mal schön, wenn man auch mal ein Dorf findet oder so, welches jetzt nicht unbedingt zerstört ist. Wo seid ihr? Da. Habt ihr wenigstens Honig da gelassen? Nee. Da ist nichts. Das können wir plündern. Können wir das da plündern? Diesen Krug? Nein. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas finden. Schaut mal aus wie so ein Gasthaus. Ne? Töpfe, Kisten. Vögel hört mir zwitschern. Kann ich die Bücher einsammeln? Jawohl. Ich weiß gar nicht, wo ich die alten Bücher habe. Habe ich die rausgetan? Anscheinend habe ich die rausgetan. Okay, das war anscheinend so eine Art Gaststube oder sowas. Ja, aber zum Plündern habe ich da nichts. Ich weiß, ich kann es zerstören, aber da halte ich mich ja aktuell ein bisschen zurück, ne? Okay. Dann müssen wir in die Richtung. 246 Meter. Oh. Das ist oben, ne? Da muss ich irgendwie nach oben kommen. Was haben wir denn da? Das ist ganz was Neues. Explodiert ihr? Was ist denn das? Giftsack. Okay, die wollten mich vergiften. Also wir sind anscheinend hier in der Gegend, weil das ist ja schon Stufe 11 hier, wo wir anscheinend ein paar neue Gegner haben. Was haben wir denn hier? Waldrübe, Rübensetzling. Aha, wir finden jetzt so langsam mal ein paar neue Sachen noch. Wildschwein höre ich. Das ist jetzt interessant. Was ist es? Ah.
Okay. Das ist eine wilde Sau. Keine Wildsau. So, was haben wir hier drin? Irgendwas zum Plündern? Da muss ich mal gucken, was das ist. Wenn das Kupfer ist oder sowas. Das schaut nämlich so aus, ne? Gebet der Flamme, Schriftrolle, Verbrauchsgegenstände. Direkte Benutzung, legendär, Gebet der Flamme, Magieschaden, plus eine Minute im Miasma. So, wir gucken jetzt mal, was wir hier rauskriegen. Kupfererz. Tatsächlich. Wir haben hier eine Kupfermine. Sollte ich mir vielleicht irgendwie markieren, ne? Hier ist anscheinend viel Kupfer, oder? Nee, das ist nur ein Baum da. Aber das ist so ein Kupfervorkommen hier. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Auch irgendwas zum Ernten? Nein. Okay, dann gehen wir mal auf die Map. Dann machen wir uns hier mal einen Marker. Okay, machen wir jetzt einfach mal das da. In der Farbe erstellen. Pinsel zum Marker. Zum Tagebuch. Nee, das will ich nicht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier irgendwas dazu schreiben kann. Geht es irgendwie hier unten? Schnellreise, neu zentrieren, Webmarke. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt einfach mal. Durch die Farbe sollte ich vielleicht auch dran denken, dass es tatsächlich Kupfer ist. Hoffe ich. So, 140 Meter. Wir müssen nach unten. Ist in Ordnung. Glaube ich. Ab ins Miasma. Ach ja, ich muss ja sowieso noch ein bisschen Miasma-Wasser einsammeln. Das war ein Stein. Miasma-Flüssigkeit, genau, das brauche ich. Weil wir brauchen nämlich noch so ein paar von diesen Seelen. Wildschweine. Miasma-Wildschweine. Ui! Alter! Boah, was seid denn ihr für... irgendwie in einem Gift drin oder sowas. Wow. Okay. Nicht lustig. Da vorne sind nochmal zwei. Ui. Keine Ausdauer mehr. Warte, warte, warte. Ich habe keine Ausdauer. Du sollst warten. Geh weg. Ui. So.
Nehmen wir mal den Verband, ne? Jasma, das geht ja noch. Aber ich brauche noch ein bisschen was von der Flüssigkeit. Das wäre nicht schlecht. Wo ist denn jetzt die Flamme hin? Ah, da ist es. Da müssen wir hin. Okay, das sind natürlich jetzt halt auch ein paar, die etwas stärker sind. Oh, zu zweit gleich. So, es war schon ganz okay, dass ich die ein bisschen stärker gemacht habe. Der hat gleich 15 hier, ne? Na also, geh doch. Da war doch noch einer gelegen. Da. Da liegt er. So 10 Meter noch. Okay, Wegpunkt haben wir erreicht. Mitten im Miasma. Ich meine, ich habe ja die Tränke, ne? Das ist jetzt kein Thema. Dann komm her. Für Gräber. So. Ja, die Dinge platzen, das ist das Blöde, ne? Okay, interessant, interessant, interessant. Ja. Aha. Dann noch mal eine. Autsch! Du Sau! Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Moment, ich muss die erst einmal fertig machen da, dass ich das lesen kann. Au! Von hinten kommt auch noch mal eine. Okay, gut. Aber wenigstens ist der da weg. Dann können wir nämlich jetzt mal das Buch lesen, hoffe ich.
Ich sagte, lass los. Ich habe ihm gesagt, er soll es sein lassen. Das habe ich doch gesagt, oder nicht? Der Familienfluch hat sie tatsächlich geholt. Es war nicht ich, es war der Fluch. Langsam hat es sich Wilma einverleibt und jetzt auch Kasper. Ich sagte ihm, er solle das Schwert lassen. Ein Kampf, ein Blitz und Kasper fiel lautlos zu Boden. Ich schüttelte ihn, keine Reaktion. Er liegt unter dem Familienbaum neben Wilma und hält das verfluchte Ding fest. Ich möchte es nie wiedersehen. Okay. Das ist irgendwas Verstecktes? Unter irgendeinem Grab oder was weiß ich, was das war? Da oben ist sie. Die Sau, die mich von hinten attackiert hat hier. Oh. Mann. So, gib mir deinen Giftbeutel. Miasma-Sack. Gib mir deinen Sack. Okay. Schön. So, jetzt haben wir ein paar Miasma-Säcke. Ist die Frage, ob ich da vorne auch rauskomme aus dem Miasma. Ich hoffe es. Wenn nicht... Ah, danke. Wenn nicht, dann wäre es jetzt blöd gewesen. Aber es sah eben danach aus. So. Da oben ist anscheinend so ein Flammending. Oder nicht? Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Komme ich da hoch? Wäre interessant, ne? Da drüben komme ich allerdings nirgends hoch. Also wenn, dann wahrscheinlich eher da vorne. Na ja, gut. Na ja, gut, das haut nicht hin. Oje, Schweinchen. Okay, und der andere ist hier unten, ne? Irgendwo. Sammeln. Pilze sammeln. Das ist auf jeden Fall jetzt gut für das Wasser. So, schauen wir mal da hoch. Da kann ich mir vorstellen, dass wir auch wieder rauskommen. Kleine Erkundungstour im Jasma halt, ne? Ne, du bist nichts zum Farmen. Aber hier sind wir wieder raus. Okay. Im Jasma, warte mal, kann ich dich fällen? Yay, Miasma-Flüssigkeit. Und da ist doch noch was weggeflogen von dem Zeug. Gut, gut. So, schauen wir mal hier weiter. So, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich hier schon war. Nein, da war ich noch nicht. Okay, also wir haben jetzt der Distelsamen haben wir schon mal entdeckt. Ich würde sagen, wir schauen mal noch ein Stück weiter, bevor ich einen neuen... Okay. Speicherpunkt. Warum auch immer. Was haben wir da drüben? Ist das eine Ruine? Hallo. Aber warum ist jetzt da ein Speicherpunkt? Hier geht es anscheinend nach unten in irgendeine Höhle. Naja, ich hab dich schon gesehen. Ich hab da was am Kopf. Das ist mein neuer Hut.
Wie kann ich das wegbekommen? Gar nicht, oder was? Nee, das platzt einfach irgendwann weg. Wie so ein kleiner Eiterpickel. Okay, also hier haben wir ganz viel Feuerstein. Das ist ja... Ja. Feuerstein ist aber jetzt halt auch kein Problem, ne? Das finden wir immer wieder. Schauen wir da mal weiter. Warte mal. Ist da irgendwas? Nee. Also wir müssten... Ja, im Grunde das da wäre jetzt die nächste Warte. Und da hätten wir den Höhleneingang, was mit der verlassenen Jägerin zusammenhängt. Aber die Gerüchte des Alchemisten wären halt jetzt halt auch interessant, weil wir jetzt halt da schon in der Nähe sind, ne? Also müssen wir in die Richtung. Gehen wir halt einfach mal. Im Grunde muss alles gemacht werden, ne? Alle Quests. Fledermäuschen flattern hier rum. 250 Meter. Da haben wir irgendwie einen Turm oder sowas. Ah, vielleicht ist das der Aufstieg. Grabschleierkatakomben. Benötigt Dietrich. Den Dieter haben wir ja. Das schaut aber eher nach einem neuen Part aus hier. Da ist der Speicherpunkt, ne? Ja. Da hätten wir den Speicherpunkt. Habe ich Steine einstecken? 5 Stück? Ja, habe ich. Dann gucken wir mal, ob wir da unten vielleicht ein Lager aufbauen können. Ich sehe sie hier flattern, aber... Ach, da oben ist die. Aber was für ein Schatten, ne? Finde ich toll. Schauen wir mal. Das ist diese komische Rolle. Handwerk. Einmal bauen, bitte. Jawohl, einmal platzieren. Das reicht schon. Und dann können wir nämlich hier... Ja, ich lasse es da stehen. Wir machen das beim nächsten Mal. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich will aber jetzt da nicht reingehen. Weil wenn das was Größeres ist... mal noch ein Stück weiter. Genau, Grabschleierkatakomben. Wir gehen jetzt einmal hier noch rum, um die Kurve. Vielleicht ist es auch innen drin, das von dem Magier. Das sind alles nur normales Getier. So, das ist ein Lichtstein. Ich dachte mir schon, was ist denn das jetzt hier? Ah, ich glaube, das ist innen drin, ne? Plündererhügel. Der Plündererhügel. Schauen wir mal, wen wir da drin treffen. Aha. Die Fackel ist jetzt nicht das Beste, das ist klar. Okay. Dann müssen wir von der anderen Seite rein, ne? Oder warte mal, können wir hier... Sorry?
Au. Hallo? Streitkolben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein oder zweihändiger ist. Das klingt gefährlich da oben. Der Vielfraß. Wir sind jetzt 3 Tage gefangen, schwach ohne Essen und Wasser. Das könnte mein letzter Bericht sein. Aber die Plünderer erschaffen stets neue Schrecken, die ich nicht ignorieren kann. Plündererköniginnen, die vor Völlerei fett geworden sind, flößen sich im dunklen Labor dieses Lagers selbst große Mengen Elixier direkt in ihre Herzen ein. Diese Vielfraße spucken Gift und werfen mit Fläschchen voll verdorbenem Elixier nach ihrer Beute. Man sollte ihnen unter allen Umständen fernbleiben. Dies soll eine Warnung sein, falls ich es nicht überlebe. Okay. Durchsuchen. Kann ich das zerstören? Ja. Ja. Da muss ich wahrscheinlich sehr häufig draufhauen. Nein! Autsch. Okay. Her damit. Da müssen wir irgendwie nach oben. Oh, das schaut ja nett aus. Hey! Au! Ja. Hallo Mutti. Boah. Uff. Plünderer Greifermutter. Du bist gleich nieder. I. Ui. Du bist gefallen. Das ging jetzt halt schneller, als ich gedacht habe. Uiuiui. Ui, ui. Naja gut, wir müssen bei unserem einen Schrein hier aufwachen, genau. Alter, die wirkt immer noch nach, die Mutti. Heftig. Okay. Im Grunde sind wir ja am Ende. Warte mal, nimm mal noch ein so ein Ding hier. Am Grunde sind wir am Ende, aber ich muss jetzt da natürlich nochmal hochgehen oder hingehen. Heftig. Warte mal, du kannst auch immer was essen, ne? Du schaust immer nie auf dein Essen. Vielleicht mache ich das auch einmal aus. So. Weil die größten sollten wir eigentlich niedergestreckt haben. Die, die wir jetzt nicht niedergestreckt haben, die melden sich schon bei uns. Upsa. Ja, ja, ich hab dich schon gemerkt. Aber ich kann doch die Mutti da nicht einfach so liegen lassen. Holz? Mein letzter Dietrich, oder was? So, was haben wir hier? Holz und Metallschrott. Und da haben wir die... Ui! Plünderer Mutterhelm. Rucksack voll.
Na, perfekt. Perfekt. Was schmeißen wir denn raus? Was ist denn das da? Schild. Warte mal, kann ich dich zerlegen? Nee, kann ich nicht. Was schmeiße ich denn raus? Hier, die Äste schmeißen wir raus, die löschen wir. Weil wenn, dann brauche ich natürlich das da. Upsa. Wenn, dann brauche ich natürlich das da. Das da. Rucksack voll. Och, fix hasse ich das. Pflanzenfasern löschen, weil die brauchen wir nicht. Wegen dem einen Buch, ganz ehrlich, ist es mir auch egal. Weil dann nehme ich lieber den Schrott und diesen Zauberstab noch mit. Und dann werden wir sowieso hier nochmal hergehen, würde ich sagen, weil die Mutti, die machen wir nochmal nieder, weil die respawnt, ja. Upsi. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, ist doch wurscht. Also geht nicht, ne? So, was haben wir denn hier drin? Kleiner Ring des Mannas. 8 Mana-Punkte, 1 Mana-Regeneration können wir natürlich nicht einstecken. Was haben wir denn da eigentlich? Ein Zaubererhut. 19 kritische Trefferchance. Das ist schon 11% Chance auf kritische Fernkampftreffer. 12-12. Und da haben wir 23-23. Dann rüste ich doch den da aus. Ist doch klar. So, Plünderer Mutterhelm. Den haben wir sowieso gesucht, ne? Wachs. Wir könnten auch einmal das Fleisch hier rausschmeißen, weil das wäre mir jetzt ehrlich gesagt egal. Oder haben wir hier irgendwo ein Feuer? Da vorne ist ein Feuer, aber ich weiß nicht, ob man da dran braten kann. Ich will den Ring. Na, ich schmeiß das Ding hier raus. So, zack, egal. Den nehmen wir. So. Und dann geht's ab. Zurück. Das passt eigentlich ganz gut mit dem Punkt hier. Aber beim nächsten Mal gehen wir natürlich dann zuerst einmal hier oben rein. Das wäre jetzt eigentlich das Erste, was ich dann gerne reinmachen, wo ich dann gerne reingehen würde. Alles klar, das soll es dann für heute gewesen sein. Ja. Ich hoffe sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Hello. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, wenn noch nicht passiert, damit ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.